Hallo Leute, Marc Bellinghaus, euer Influencer. So, das ist jetzt das Video, das ich euch versprochen habe. Ihr erinnert euch noch, 75 Jahre Grundgesetz, deutsches Grundgesetz. Herr SPD-Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat groß vertönt, man kann das Recht auch einklagen. Das versuche ich seit Jahren hier in Münster. Und zwar auf ganz legale und echte und richtige Weise. Nur wenn man einen SPD-Ratsherrn als Anwalt hat, namens Philipp Hagemann, der einem dann rät, wenn sie aus der Wohnung raus müssen, sagen sie einfach, sie würden sich umbringen. Ja, ich Idiot habe das getan. Und das war das Verwerfliche, was Hagemann machte. Er hat mir dann gedroht und hat gesagt, ich könnte sie einweisen lassen mit Polizei und Feuerwehr. Und ich Idiot bin dagegen auch noch nicht mal vorgegangen. Aber das mache ich jetzt. Das ist noch nicht verjährt, Herr Hagemann. Sie können auch meine Videos weiterhin versuchen, sperren zu lassen. Ich bin Investigativjournalist. Was ich in Amerika geschafft habe mit einer Horde von Betrügern, das schaffe ich hier in Münster dreimal. Und da hängt nämlich auch unsere Bundesministerin Svenja Schulze mit drin. Die ist nämlich hier gut Buddy mit Herrn Hagemann. Und ich Idiot bin auch noch in die Kreuzkirche gegangen, ein paar Monate bevor ich hier als ich aus der Wohnung raus sollte, ja? Und habe sie angebittelt und gebettelt und habe gesagt, Frau Schulze, ich werde obdachlos, ich bin Schauspieler, ich bin Künstler, das können Sie nicht machen, ich bin Missbrauchsopfer der Kirche, ich bin 2017 hier fast totgestochen worden mit 2 Messerstichen. Was muss noch passieren, damit ich auch mal ein bisschen Recht bekomme hier in dieser Stadt, in diesem Moloch? Hä? Ja, und da kam keine Antwort, nicht eine. Aber diese Frau gibt die ganze Kohle und lässt in Südamerika Radwege bauen. Wo sind wir denn eigentlich hier? Die SPD ist jetzt abgestraft worden bei der letzten Europawahl. Zu Recht, mit Recht. Und dann hört man, dass dieser Bundeskanzler Scholz Gedächtnislücken hat und sich nicht erinnern kann. Mit einem komplett kriminellen Betrüger, der 280 Millionen vom Fiskus, von der Steuer geklaut hat und jetzt auch damit frei rumläuft. Ja? Herr Scholz sollte sofort zurücktreten. Keiner von dieser Partei zieht die Konsequenzen. Weder ein Kevin Kühnert noch eine Saskia Esken, die bei Lanz saß und sich sowas von blamiert hat, weil sie in keinster Weise die wahren Gründe, warum diese Partei zu Recht in Grund und Boden gewählt wird, ja, nämlich gar nicht mehr, dass einfach so keiner will da Konsequenzen ziehen. Wo sind wir denn eigentlich hier? Wisst ihr, was diese Leute an Kohle jeden Monat einziehen? Ja, die brauchen natürlich nicht Angst haben, dass sie irgendwie eine Wohnung verlieren, so wie ich das hier in Münster tat. Ich habe 9 Jahre meine Mutter gepflegt. Ich hatte das Recht, diese Wohnung absolut zu übernehmen. Und was macht Bauverein Kettler? Ja? Der nimmt hier 3 Leute aus dem Haus, die gelogen haben. Und ich habe das in meiner Berufungsverhandlung im Landgericht gewonnen. Gewonnen. Wisst ihr, wie schwer das ist? Ja? So, ich bin sauer. Und das hat Folgen. Das fing jetzt an mit diesen Scheißplakaten, die hier einen ganzen Monat vor meinem Haus hingen. Das haben die vielleicht extra gemacht, weiß man nicht, aber sonst hingen da nirgendwo, nur vor unserem Haus hingen 2 Plakate. So, und jetzt ist das Fass übergelaufen. Ich werde jetzt rechtlich gegen vorgehen. Es geht nicht, dass sich einer Rechtsanwalt-Kanzlei, Schunk und Kollegen, reinen Wein einschenke. Ich habe gesagt, von wem ich abstamme. Ich habe das Herrn Florian Exner und Herrn Hagemann, ich habe die Briefe alle in Kopie und habe gesagt, so und so, von dem stamme ich ab, können Sie mich vertreten. Und das hat er gemacht und insofern hat er sich schuldig gemacht, weil er hat absichtlich das so gemacht, dass ich obdachlos geworden bin. Leute, das ist kein Witz, es ist echt harter Tobak. Ich kann nichts für meine Abstammung und das ist der einzige Grund, warum ich missbraucht wurde, warum ich überfallen wurde, warum ich aus meiner Wohnung geflogen
bin und warum meine ganze Schauspielkarriere nichts anderes als eine Farce war. Ich musste in der ZDF-Serie immer wieder Sonntag am ersten Drehtag splitterfasernackt in den Wannsee laufen. Das war sehr lustig. Dann Martin Moskowitsch hat mich komplett verarscht, hat aus Siegfried Schmidt Siegfried Schmidt gemacht und ich habe für diesen Name der Rose 14 Drehtage pro Tag 400 D-Mark bekommen. Wisst ihr was? Das ist ein Mückenfurz, das ist gar nichts. Und dieser Kerl hat mein Poster benutzt und hat damit viel Kohle gemacht. Und das allein wäre noch im Nachhinein eine Klage wert, weil das geht nicht. Ich hab die Schnauze voll von diesen Leuten, die mich hier so fertig gemacht haben in meinem Leben. Und ich habe genug erreicht in Amerika, sodass man nicht sagen kann, ja, der Kerl ist verrückt. Das versuchen die nämlich jetzt hier. Ja? Wenn mir ein SPD-Ratsherr so eine Scheiße rät und ich mache das auch noch, ist es natürlich meine eigene Schuld. Aber dagegen werde ich jetzt vorgehen, Leute. Und ich hoffe, ihr seid bei mir. Denn ich werde das schaffen. So wahr mir Gott helfe. Ich werde das schaffen, Leute. Peace out. Ciao.